Ja, also allgemein an der neuen Musik reizt mich, dass es wie ein neues Experimentierfeld ist. Also so sehr ich Bach, Beethoven, Mozart und so weiter liebe und verehre, ist das eben etwas, wo man ja fast wie was Neues erschaffen kann. Beim Spielen, beim Arbeiten. Ich genieße das auch sehr, mit den Komponisten zu arbeiten, sie zu fragen, wie sie das gemeint haben. Also ich habe gedacht, wenn man bei so einem Projekt dabei ist, dann bereitet man alles vor, seinen eigenen Part, kommt dann hierhin und setzt es einmal zusammen und dann ist es fertig. Aber das ist bei solchen Stücken ist es teilweise gar nicht möglich. Du musst sehr intensiv gemeinsam arbeiten. Das ist so eine Arbeit wie im Gestein. Also man legt so Schicht für Schicht frei, bis man dann sozusagen auf den Edelstein stößt. Und an dem feilt man dann am Schluss immer noch weiter herum, bis es immer mehr glänzt. Und es gefällt mir hier ran. Irgendwie ist es wie so ein Camp. Du kommst hier hin, arbeitest eine Woche, jeden Tag, stundenlang. Es gibt durchaus Stücke, da denke ich mir, uiuiui, also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber letztlich macht mir meistens alles irgendwie Spaß. Also ich bin da schon auch ziemlich experimentierfreudig. Und ich liebe das auch manchmal, wenn es so richtig kracht und kreischt. Zum Beispiel haben Philippe Leroux, da haben wir Desautres, da ist alles genauestens notiert. Und das sind waghalsige Rhythmen und abgefahrene Tonverbindungen. Und da muss man schon sehr intensiv ins gemeinsame Arbeiten kommen. Und das reizt mich. Also ich bin auch so ein bisschen so ein Musikfreak und beschäftige mich sehr gern intensiv mit Musik. Und ich glaube, das kommt ihm einfach entgegen.